Das Tor der Illusion. Als Zeki erwachte, war es schon fast Mittag und der Pilzkopf war, bis auf ihn, verlassen. Die Sonne stand davor, ihren Zenit zu erreichen und nur einige Wolken schienen ihre warmen Strahlen zu dämpfen. Zeki war etwas verwundert, dass die anderen ihn nicht geweckt hatten, doch er machte sich darum nur wenige Sorgen und verwendete seine Kräfte lieber darauf, sich aufzuraffen und sie zu suchen. Die Suche dauerte nicht lange, denn in dem Moment, wo er aus dem Pilzkopf trat, hörte östlich vom Lager einige mürrische Magier. Im Prinzip sind Magier eigentlich nicht mürrisch, zumindest nicht, solange sie ausgeschlafen und in Sicherheit sind. In diesem Fall herrschten also zwei gute Gründe für mürrisches Verhalten. Als er den Ort der Geräuschkulisse, eine freie Wiese am Rand der Lichtung, erreichte, konnte Zeki erkennen, wie die Illusionisten einen Kreis um etwas gebildet hatten und die Mitte des Kreises auf sehr zivilisierte Weise, jedoch mit weitaus weniger zivilisierten Worten traktierten, Sätze wie Junggerechte IPISA-5 oder Eure elende Haut sollte man verkrüllt und dingsifizieren, flogen an Zeki vorbei, als er sich einen Weg durch die Magier bahnte und mit viel Ellbogenstoßen fast die Mitte erreichte. In der Mitte konnte Zeki nun einen Käfig erkennen, in dem der ehemalige Lord Tralala würdevoll stand. Entweder war es ein übertriebener Stolz, der ihn zu dieser Pose trieb, oder ihm schien offenbar nicht klar zu sein, dass ein Gefangener etwa so viel Würde ausstrahlte wie eine Maus in einer Mausefalle. Das unruhige Treiben fand abrupt ein Ende, als eine hallende, donnernde und mächtige Stimme ertönte. Sie stammte vom Erzkanzler, der bewusst versuchte, drohend zu klingen. Auch wenn Zeki durch die Menge den Erzkanzler nicht erspähen konnte, so verriet ihm doch sein gutes Gehör, dass er nur einige Meter von ihm entfernt war. Dieser Umstand änderte sich schnell, da der Erzkanzler einige Schritte vortrat und so vor den Käfig gelangte, in dem der Lord unbeeindruckt und immer noch voller Stolz mit erhobenem Haupt stand. Der scharfe Blick des Erzkanzlers traf auf den harten Blick des Lords und für einige Sekunden schienen die Blicke zu kämpfen. Wie ein Rambock, der versuchte, ein stabiles Tor zu zerschmettern. Nun, ehrenwerter Lord Tralala, begann der Erzkanzler. Ihr erinnert euch sicher an unsere letzte Begegnung? Der Erzkanzler hielt einen Moment inne und fokussierte neugierig den Lord. Doch dieser schwieg. Davon ließ sich der Erzkanzler jedoch nicht beeindrucken und setzte das Gespräch fort. Ich erinnere mich gut an das Gespräch vor eurem törichten Angriff. Ich hatte euch gewarnt, doch ihr konntet nicht von eurer Sturheit lassen. Deswegen sitzt ihr hier nun in diesem Käfig. Dabei habt ihr noch Glück. Euch hätte dasselbe Schicksal wie eure Männer erwarten können. Aber ich glaube, aus genau diesem Grund stehen die Anführer immer hinten. Der Lord schien verärgert, doch er mäßigte sich und sprach ruhig. Das nennt ihr Glück? Ich bin ein Gefangener und bald wohl auch ein Verurteilter. Mich ereilt, wie jeden meiner Männer, der Tod. Doch ich muss bis dahin noch die Schmach der Gefangenschaft erdulden. Nun, es gibt eine gute Lösung. Gut für wen? Für mich oder für euch? Das hängt von eurer Einstellung ab. Ich gestehe, ich gebe dies nicht gerne zu, doch wir brauchen eure Hilfe. Wozu? Sicher wisst ihr, dass Geldnot von den Shadow eingenommen wurde. Dieses Schicksal ereilte auch die Universität. Ich verabscheue die Shadow! Ehrenlose Mörder! Und verblendete Assassinen! Ihr seht die Parasiten und Geldnot ist ihr Wirt! Nun, da habt ihr wohl im Großen und Ganzen recht. Dennoch beherbergt ihr diesen, wie sehr, Zeki, nicht wahr? Auch wenn er der Shadow ist, schlägt in seinem Herz das Licht der Rechtschaffenheit. In eurem Herzen schlägt Gier und ich sehe auch Rache. Jetzt verlor der Lord seine Beherrschung und wurde laut. Ihr kommt euch wohl so mächtig vor, mit eurer Magie und mit euren Zaubertricks. Ha! Ihr habt auch gegen die Shadow verloren. Und alleine könnt ihr sie nicht schlagen, sonst wäre sie längst nicht mehr hier. Der Erzkanzler knurrte vor Zorn und senkte seinen Kopf. Dann erhob ihn wieder und sprach gefasst. Ihr habt recht. Hört unser Angebot. Wir besorgen den Stab des Phönix aus eurem Palast und übergeben ihn euch. Im Gegenzug zieht ihr mit uns in die Schlacht und nutzt euren heiligen Feuervogel gegen die Shadow. Der Lord kratzte sich am Kinn und legte dann den Kopf nachdenklich zur Schulter. Und was hab ich davon? Ihr erlangt eure Freiheit wieder und man schenkt euch das Leben. Dieses wird mir nicht viel nützen, denn selbst wenn wir die Shadow schlagen, so werden die Überlebenden an mir Rache üben. Das klingt nicht sehr fair, nicht wahr? Wonach verlangt ihr noch? Geldnot.
Der Erzkanzler drehte sich um und alle fingen an leise zu lachen. Außer Seki, der die Menge verblüfft betrachtete. Der Lord schien verwirrt und fragte: Was ist daran so komisch? Diese Forderung stellt ihr an die falschen Leute. Wir haben mit Geldnot schon lange nichts mehr zu schaffen. Diese Entscheidung sollten die Bürger treffen. Also, wie wäre es stattdessen, wenn ihr mir helft, wieder Herrscher zu werden? Indem wir Magie einsetzen und die Leute manipulieren? Der Lord grinste hinterhältig und sprach dann: Wenn ihr schon so fragt, möchte ich nein antworten. Was könnt ihr mir sonst anbieten? Alles, was wir zur Herrschaft beitragen können, ist euch dem Volke zu empfehlen. Alles andere steht nicht in unserer Macht. Doch dafür solltet ihr euch vornehmen, euch mehr um euer Volk zu kümmern. Der Lord überlegte. Ein besseres Angebot wird er wohl nicht heraushandeln können. Aber sich um das Volk kümmern? Nicht, dass er das nicht wollte. Oh nein. Aber dies würde auch bedeuten, dass er Geld investieren musste. Doch woher sollte er das nehmen? Er entschied sich dafür, erst einmal Ja zu sagen. Diese kleinen Details ließen sich wahrscheinlich am besten später klären, nach seiner Amtseinsetzung. Sein Vater hatte ihn schon einmal von einem anderen Land erzählt, in dem herrschte eine Kleichokratie. Dies war eine seltsame Regierungsform. Ein Haufen Menschen wollten dort Herrscher werden, doch dazu mussten sie die Stimmen von den anderen einhalten. Und wer die meisten hatte, der durfte dann herrschen. Dies erreichte man meist damit, dass man vieles versprach, weniges davon hielt und vieles davon vertrete. Warum sollte der Lord das nicht auch so machen? Ich werde mein Volk ehrenhaft und stolz mit dem besten Gewissen in eine goldene Zukunft führen, wo jeder genug hat und niemand Armut leiden muss. Der Erzkanzler schaute etwas verwirrt, doch dann sprach er: Tadellos, tugendhafte Vorsätze. Ich hoffe, ihr übernehmt euch nicht. Also, seid ihr einverstanden? Ja, der Deal gilt. Er streckte die Hand aus dem Käfig und der Erzkanzler besah diese verwundert. Was will ich mit eurer Hand? Wollt ihr nicht einschlagen? Das gilt als Zeichen einer kräftigen Abmachung. Was bedeutet das? Es ist eine Art stummes Versprechen von beiden Seiten, sich an einer Abmachung zu halten. Vollkommen überflüssig. Zwei Hände, die sich berühren, bedeuten nur eines. Jetzt bekomme ich den Schweiß des anderen. Wir Illusionisten brauchen keine Handschläge für Abmachungen. Wir halten uns schlicht und einfach dran. Der Lord streckte seine Hand zurück und nickte etwas missverständlich, woraufhin der Erzkanzler kurz nickte und sich umdrehte. Wartet, was wird denn aus mir? Wir haben doch eine Abmachung. Er tönte es laut aus dem Käfig. Der Erzkanzler drehte nur seinen Kopf um und blickte den Lord über die Schulter an. Wir haben abgemacht, dass wir den Stab holen und ihr dann mit uns in die Schlacht zieht. Dass ihr uns nach Geldnot begleitet, war nicht Teil der Abmachung. Der Erzkanzler drehte seinen Kopf wieder nach vorn und lief einige Schritte. Ihr braucht mich, nur ich weiß, wo der Stab ist. Unbeeindruckt setzte der Erzkanzler seinen Weg fort und sprach laut: Eine Lüge. Wir wissen, wo der Stab liegt, im Gegensatz zu euch. Hättet ihr es gewusst, so würde Erastuvol heute brennen. Der Lord wollte etwas dagegen sagen, doch ihm fiel nichts ein, weshalb er sich entschloss, lieber stumm zu bleiben. Als der Erzkanzler den Kreis verlassen hatte und nun am Eingang zum Lager wartete, raunten die Illusionisten sich leise etwas zusammen, um dann anschließend den Erzkanzler zu folgen. Dies tat auch Seki, sodass er bald mitten in der Menge stand, welch etwas verwirrt wirkte. Da der Lord uns nun seine Hilfe zugesichert hat, sprach der Erzkanzler, werden wir folgendermaßen verfahren. Lombus, Seki und meine Wenigkeit werden nach Geldnot aufbrechen, um den Stab zu besorgen. Ihr anderen bleibt hier und habt das Glück, die Gastfreundschaft dieses Ortes bis zu unserer Rückkehr zu genießen. Verzeiht, wandte ein Illusionist etwas verunsichert ein. Darum brechen wir nicht alle auf. Einigkeit macht stark. Wohl wahr, aber wenn ich etwas von den Shadow gelernt habe, dann, dass eine kleine, gut organisierte Gruppe beträchtlich höhere Erfolgschancen bezüglich des Eindringens in ein fremdes Gebäude hat, als eine große Meute. Darum werden nur wir drei gehen. Die Illusionisten murmelten untereinander. Freut euch doch! Ihr seid in Sicherheit, bekommt Kost und Trank und habt ein Dach über eurem Haupt. Das ist sehr viel, wenn man bedenkt, dass wir momentan hier die Verlierer sind. Zudem habt ihr die Möglichkeit, eine andere Kultur kennenzulernen, die zudem sehr freundlich ist. Er zwinkerte über die Menge hinweg. Danke, edler Merenor. Alle drehten sich um die Herkunft der Stimme zu orten. Es war Oria, welche hinter der Masse stand. Ich bin abermals erstaunt von euren Talenten,
verblüffend, dass ihr mich ob meiner geringen Größe verglichen mit euch Menschen hinter all euren treuen Gefährten erblicken konntet. Während sie diesen Satz sprach, bildeten die Illusionisten in der Mitte eine Schneise, sodass die beiden Gesprächspartner sich gegenseitig erblicken konnten. Nun, wir Illusionisten sehen nicht nur mit den Augen, liebe Oria. Euer Körper mag klein sein, doch euer Geist ist groß, sodass er überragt. Oria grinste auf eine seltsame Weise. Das Grinsen ist schwer zu beschreiben. Der Erzkanzler hätte es vermutlich mit prinzessiös beschrieben. Ihr habt mit Tralala gesprochen? Mir scheint, als hätte er euch seine Hilfe zugesagt. In der Tat. Eigentlich schade. Lebendig ist er mir sehr unsympathisch. Lebend ist er nützlich, verbesserte Merenor sie. Ich rate euch zur Vorsicht, Merenor. Eure Weisheit und Voraussicht habt ihr bereits bewiesen. Doch bedenkt bitte, dass er immer noch ein Feind ist. Ein schwacher Feind, der in Fesseln liegt. Oh, da habt ihr recht. Schwache Feinde ignoriert man so lange, bis sie Macht haben, und dann werden sie zu einer Gefahr. Ihr habt ihnen versprochen, ihnen den Stab und damit Macht zu bringen. Der Erzkanzler wusste, dass Ori am eigentlichen Recht hatte. Doch es missfiel ihm. Nicht nur, weil er den Lord brauchte, sondern auch, weil man lernen musste zu vergeben. Vergeben zu können unterscheidet den Helden vom Märtyrer. Ich möchte euch wahrlich nicht zu nahe treten, doch findet ihr nicht, dass ihr ihm vergeben solltet? Der Grund eures Hasses ist längst vergangen. Lasst nicht zu, dass ihr ewig diese Wunde tragen müsst. Nun wirkt Oria etwas wütend, doch sie blieb höflich. Das werde ich nicht. Wie versprochen werden wir ihn gehen lassen, wenn er sein Wort hält und uns alle rettet. Sie machte eine kurze Pause. Merenor, wann reist ihr ab? Ich werde in Begleitung von zwei weiteren abreisen, um den Stab zu holen. Wir wollten eigentlich gerade aufbrechen. Ich hoffe, dass ihr so gütig seid und meinen anderen Männern noch einige Tage eure großzügige Gastfreundschaft gewährt, bis wir wieder hier sind. Sie dürfen bleiben, solange sie wollen. Doch was, wenn ihr nicht wiederkehrt? Der Erzkanzler winkte mit seiner Hand lustig ab und sprach dabei: Wir kommen wieder, keine Sorge. Da ich weiß, dass ihr mich nie belügen würdet, glaube ich euch und wünsche euch alles Gute, bis wir uns wiedersehen. Sie nickte mit einem freundlichen Lächeln, drehte sich um und ging. Dabei sprach sie: Ich hoffe nur, dass ihr euch selbst nicht belügt. Die Menge verharrte und wartete offenbar gespannt darauf, dass der Erzkanzler diesen Satz kommentieren würde. Doch er drehte sich nur um und ging in den Pilzkopf, in dem er untergebracht war. Die Illusionisten wunderten sich nicht weiter und standen etwas ratlos in der Gegend da und versuchten, die Ratlosigkeit mit einigen Gesprächen zu verdrängen. Doch einer von ihnen, es war Lombus, folgte ihren Sensei. Als Seki dies sah, drängte er sich durch die Illusionisten, um auch zu dem Pilzkopf zu gehen. Dabei hörte er geistreiche Sätze wie: Ein hübsches Wesen, nicht wahr? Ja, aber irgendwie beängstigend. Nett und fürchterlich zugleich. Was es wohl morgen für Wetter gibt? Deswegen habe ich Kohldampf. Gibt es hier einen Mampfdorf? Als er die Menge überwunden hatte, erreichte er auch bald den Pilzkopf, in dem schon Lombus und Merenor warteten. Ah, Seki! Tönte die brummende, doch freundliche Stimme des Erzkanzlers. Wenn sie nicht magisch verstärkt war, so erklang sie immer wie ein freundlicher Opa, der gerade mit seinen Enkeln redete. Wir haben dich gar nicht gesehen. Warst du in der Menge versteckt? Fragte die liebe Opa-Stimme. Ja, aber warum habt ihr mich nicht geweckt? Nun, wir... Ich, unterbrach Lombus und betonte dabei, dass ich überdeutlich. Habe gedacht, dass du zu müde bist. Es war ein anstrengender Tag gestern, nicht wahr? Seki hörte den Hohn im letzten Teil des Satzes, doch er wollte nicht wieder daran denken. Daran, dass er Ala, seine liebe Alana, eventuell verlieren könnte. Obwohl, es war seltsam. Eigentlich war es doch unmöglich, sie zu verlieren, denn sie gehörte ihm nicht. Menschen können sich nicht in ein paar Stunden ineinander verlieben. Das war eigentlich nur Faszination, oder? Seki schaffte es nicht, diesen Gedanken weiter fortzuführen, worüber er eigentlich auch glücklich war, da der Erzkanzler sich an ihn wandte. Ja, das war ein langer Tag, aber einige steht uns noch bevor. Wir sollten aufbrechen, unsere Zeit läuft davon. Der Erzkanzler verließ den Pilzkopf und sprach dabei: Wenn ich das Leben bedenke, eine schöne Doppelmetapher. Lombus stand auch auf und wollte hinaus, doch Seki sprach zu ihm: Lombus, bitte hört mir zu. Mir widerstrebt es, euch zu widersprechen, doch ich kann auch nicht gegen meine Gefühle handeln. Bitte verzeiht mir. Lombus bedachte Seki mit einem strengen Blick. Vielleicht habe ich gestern auch etwas überreagiert.
Dennoch rate ich dir dazu, gegen deine Gefühle zu handeln. Zu deinem Besten. Ich habe nichts davon. Aber was nützen Gefühle, wenn man nicht nach ihnen handelt? Lombus war schon halb aus dem Pilzkopf hinaus. Doch nun blieb er abrupt stehen und drehte seinen Körper langsam zu Seki. Seine Augen waren groß und strahlten Verwunderung aus. Zumindest vermutete Seki das, denn er hatte so etwas noch nie in Lombus Augen gesehen. Was hast du eben gesagt? Seki war sich unsicher, ob der unbekannten Mimik. Deswegen zögerte er eine Weile und in seinen Worten war Unsicherheit zu hören. Wozu nutzen Gefühle, wenn man nicht nach ihnen handelt? Vielleicht habe ich nicht überreagiert, vielleicht habe ich mich sogar geirrt. Mit diesen Worten verließ er das Zelt und ließ seinen etwas verwirrten Seki zurück. Dieser dachte kurz darüber nach. Hat er jetzt wirklich gesagt, dass er gestern Unrecht hatte? Das hieße ja, aber dann könnte ich ja doch mit Ala... Seki, wo bleibst du? Rief der Erzkanzler. Seki verließ seine mentale Welt und trat in die materielle. Er griff schnell nach seinen Dolchen, die neben seinem Nachtlager ruhten, und band sie sich um daraufhin aus dem Zelt zu schreiten. Dort warteten schon Lombus und Merimor. Beide hatten einen Rucksack auf dem Rücken, dessen Farbe irgendwo zwischen grün und braun lag. Lombus hielt Seki einen ebensolchen Rucksack entgegen und sprach: Darin ist Nahrung und Trinken. Wir werden wohl kaum so viel brauchen, aber besser man hat, als man hätte. Ja, so ist das. Immer mindestens etwas zu viel mithaben. Das ist meine Devise. Er ist ein netter, komischer Kauz, unser Erzkanzler, dachte Seki. Die Reise wird zumindest nicht langweilig, das steht fest. Seki schnürte sich den Rucksack um und dann brachen sie auf. Lysandro wartete am Eingang bzw. Ausgang des Lagers auf die drei. Als er sie erblickte, salutierte er, indem er mit der rechten Hand einen Halbkreis beginnend an seiner Hüfte nach oben ausführte, seine ausgestreckte Hand daraufhin zur Brust zog, wobei die Außenseite vom Körper wegzeigte und sich kurz mit dem Kopf verneigte. Ich werde euch bis an die Grenzen führen. Es ist schwer, sich nicht in den Wald zu verirren, wenn man ihn nicht kennt. Ein trefflicher Vorschlag, sprach der Erzkanzler erfreut. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir uns in den Wald alleine verirren würden, oder? Ja, deswegen begleite ich euch ja. Was wie gesagt ein trefflicher Vorschlag ist. Doch wie werden wir eure Stadt wiederfinden, wenn wir zurückkehren? Lysandro blickte nach oben in die Baumgipfel. Unsere Speerschützen werden euch den Weg weisen. Sie sind praktisch immer unterwegs und werden euch finden. Die drei folgten Lysandros Blick. Also, ich sehe nichts, sagte Seki. Lysandro pfiff kurz und nickte. Jetzt konnte man sehen, wie sich ein scheinbarer Ast in den fixierten Baum bewegte. Es war ein Fährisch, der in astbraun und blattgrün getannt war und sich so auf den Ast gelegt hatte, dass er kaum zu sehen war. Beeindruckend, sprach Merenor. Faszinierend, kommentierte Lombus. Wow, warf Seki ein. In der Tat. Die Speerschützen sind einige unserer besten Soldaten. Sie hatten euch schon gehört, als ihr den ersten Zweig in unserem Wald versehentlich zertreten hattet. In ihrer Ausbildung lernen sie 3 Jahre lang, Geräusche zu erkennen und sie punktgenau zu orten. Sie werden euch immer finden und sie wissen nun, dass ihr zu uns gehört. Ist es aber nicht unpraktisch, dass sie einen Bogen mit sich führen? In den dichten Wald kann man wohl kaum jemanden treffen, warf Seki ein. Lysandro blickte Seki an und lächelte stolz. Sie können. Dann schritt Lysandro voran und deutete mit einer Geste an, dass die anderen ihm folgen sollten. So schritt die Gruppe durch den Wald, geführt unter dem wachsamen Auge von Lysandro. Die Wanderung durch den Wald gab ihnen die Möglichkeit, über einige Dinge zu plaudern. Genau genommen hatten sie keine Wahl. Eine Gruppe von Menschen, egal welche Ausrichtung und welche Prinzipien, konnte nicht über einen längeren Zeitraum schweigen. Es widerstrebt ihrer Natur, denn sie sind kommunikative Wesen. Und wie viele Tage wird es dauern, ehe wir in Geldnot sind, ehrenwerter Lysandro? Nicht einmal einer, Herr Merenor. Oh, wir brauchen weniger als einen Tag. Woran liegt das? Nimmt man den Weg um den Feenwald, also quasi durch den anderen Wald, so ist man fast 3 Tage unterwegs. Ja, denn es ist ein Umweg. Der Feenwald liegt direkt zwischen eurer Universität und Geldnot, während der andere Wald sozusagen außerhalb liegt und ihr einen Umweg wählen müsst, solltet ihr euch für ihn entscheiden. Interessant, interessant, kommentierte Merenor erfreulich. Es folgten noch viele weitere Gespräche, in denen es vorwiegend um die Feen und ihre Kultur ging. So erfuhr die Gruppe,
dass die Streitmächte der Feen im Wesentlichen aus drei Abteilungen bestanden, wobei die Westenmeister und die Alleen nicht mitgerechnet werden, da ihre Aufgaben nicht kriegerischer Natur sind. Die erste Abteilung sind die Krieger, welche als Waffen zwei schnelle Kurzschwerter führen und leicht gepanzert sind. Die zweite Abteilung bilden die Puma-Reiter, welche die Kavallerie der Feen darstellen. Sie sind geübt im berittenen Schießen und führen zudem eine Lanze für den Nahkampf mit sich. Die absolute Elite und damit auch die dritte Abteilung sind die Speerschützen. Obwohl sie nur dünne Panzer tragen, sind sie noch schwer zu verwunden, denn das Material, aus dem die Panzer sind, ist eine magische Mischung zwischen elastischem Baumharz und widerstandsfähiger Rinde. Sie sind Meisterschützen und auch im Nahkampf sind sie überlegen. Erstaunlicherweise führen sie ein riesiges Schwert mit sich, welches fast genauso groß ist wie sie selbst. Und noch erstaunlicher ist, dass sie dieses sogar effektiv führen können. Als die letzten Sonnenstrahlen sich mühsam über den Horizont kämpften, erreichte die Gruppe die Grenze des Waldes, von der aus sie Geldnot bereits erblicken konnten. Wie bei vielen Städten befanden sich lauter Bauernhöfe und noch mehr Felder in den Außenbereichen, hinter denen langsam die ersten Häuser auftauchten, die umso größer und prunkvoller wurden, je näher man dem Zentrum kam. »Wir sind da«, sprach Lysandor. »Seltsam. Sieht irgendwie verlassen aus«, warf Seki ein. »Kein Wunder, der Sensei hat viele Bürger rekrutiert. Sie fehlen alle.« Als Longbus diesen Satz sprach, wirkte er bekümmert. Der Erzkanzler bemerkte dies, legte eine Hand auf Longbus' Schulter und sprach: »Mit Städten ist es wie mit Blumen. Wenn es Wasser und Nährstoffe im Überfluss gibt, so gedeihen sie und bringen wunderschöne Blüten hervor. Doch in einer Trockenperiode verkümmert die Pflanze und wirft aus reinem Selbstschutz ihre Blätter und Blüten ab, sodass sie nur das Nötigste versorgen braucht.« »Es ist lange her, seitdem diese Blume blühte.« Ein Moment war alles ruhig. Dann sprach Lysandor: »Hier werdet ihr wohl von alleine zurechtkommen. Wenn ihr es gestattet, so werde ich nun zurückkehren.« »Selbstverständlich, Lysandor. Wir danken euch für euer Geleit.« Lysandor salutierte, verbeugte sich und kehrte in den Wald zurück. »Und wie geht es jetzt weiter?« fragte Seki in die Runde. »Nun, wir suchen das Schloss auf und verfahren nach Plan. Seki, kannst du uns führen?« Er nickte und lief voran. Die Sonne war nun schon nicht mehr am Horizont zu sehen, sodass nur noch rosane Wolken am Westhimmel von ihr zeugten, während am Osthimmel bereits die Wolken den blauen Schein des blauen Mondes aufnahmen, welcher sich wohl bereits hinter dem Horizont verbarg. Im matten Schein dieses Zwielichts wanderten sie über die Felder, auf denen das hüfthohe Getreide sich langsam im Wind wiegte. Die Stille des Abends wurde nur von ein paar Grillen unterbrochen, welche fröhlich zirpten. Das Getreide raschelte, als er den Schritten der Gruppe ausweichen musste. Ab und an konnte Seki sehen, wie eine Grille an ihn vorbeisprang und ärgerlich zirpte. Das Rauschen des Getreides im Winde war dezent und überaus angenehm. Es beruhigte den Geist und ließ den geplanten Raubzug weniger riskant erscheinen. Als sie die Felder durchschritten hatten, befanden sie sich nun in den bäuerlichen Randgebieten. Das Bauerngehöft, an dem sie sich befanden, schien bewohnt zu sein, da sich an den Fenstern Gardinen befanden und sich keine Spuren von Zerstörung finden ließen. Sie brachten das Bauerngehöft und weitere hinter sich und erreichten bald eine der beiden Hauptstraßen, die direkt zum Markt führten, welcher bereits in Sichtweite lag. Im Gegensatz zu den Bauerngehöften brannten den meisten Häusern dieser Straßen das Licht. »Wie lange dauert es, bis die Bewohner der Häuser normalerweise schlafen? Dann können wir vielleicht unauffällig zu dem Schloss gelangen.« Longbus gab sich Mühe, diesen Satz sehr leise erklingen zu lassen. »Geldnot schläft nie. Dies ist eine Hauptstraße. Die Häuser dieser Straße sind vorwiegend Gaststätten und Handels- bzw. Dienstleistungsgeschäfte. Wir sind am unauffälligsten, wenn wir uns ganz normal verhalten.« »Aha, verstehe«, sagte Longbus, aber es klang nicht überzeugend. Seki lief die Straße entlang, welche nicht nur durch das Licht der Häuser, sondern auch durch die Fackeln erhellt wurde. Obwohl Seki als Shadow die Dunkelheit bevorzugte, so war er doch jetzt froh, dass er unter diesen Umständen keine der dunklen Nebenstraßen oder noch schlimmer, eine der Gassen passieren musste. Aus Erfahrung wusste er, dass in diesen des Nachts Shadow auf leichte Beute warteten. Eigentlich störte ihn das nie, es ist ein Geschäft wie jedes andere. Doch da er nun nicht der Shadow war, sondern die Beute, sah das alles schon ganz anders aus. Nur wenige Leute gingen die Straße entlang, sodass sie gut zu überblicken war. Die Gruppe erreichte das erste der erleuchteten Häuser. Die Tür stand offen und vor dieser stand ein kräftiger Mann mit Glatze und Schnurrbart, der wie besessen mit seinem Hammer auf ein Stück Stahl einschlug, welches er auf den Amboss hatte. Als der Schmied die Gruppe bemerkte, schrie er ihr zu: »Ah, ein junger Führer mit zwei Gästen. Tretet ruhig näher.
Als guter Führer wisst ihr sicher um die Qualität meiner Waren. Ja, Bonusstahl ist der beste. Zeki ignorierte ihn. Er war das Geschrei der Händler gewohnt, die mit allerlei Werbeversprechen und Halbwahrheiten versuchten, die Leute zum Kauf anzuregen. Er war aber auch jedes Mal davon verblüfft, wie gut sie schmeicheln konnten. Lomus und Merenor war diese Strategie und das Verhalten kein Begriff, sodass sie sich vorsichtig zu dem Schmied begeben hatten. Dieser hatte nun den Hammer beiseite gelegt und seine Arme in die Hüfte gestemmt. Ah, die Herren scheinen wohl an Qualität interessiert zu sein. Wie wär's mit... Er bückte sich und zog eine Axt hinter den Amboss hervor und hielt sie triumphvoll über seinen Kopf. Einer guten Axt, um den Kopf eures Gegners zu spalten, oder wie wär's mit... Er bückte sich erneut, um einen Helm hervorzuholen, den er demonstrativ auf den Kopf setzte. Einem Helm, um den euren vor solch einem Schicksal zu bewahren. Zeki griff die beiden Illusionisten am Arm, zog sie zurück und sprach dabei laut, Danke, kein Interesse. Das sagen die meisten, aber sie ärgern sich, wenn sie dann sich selbst auf dem Boden liegen sehen. Ja, ich kenne das. Dann sagen sie wieder. Die Worte wurden immer undeutlicher, da die Gruppe sich von dem Schmied entfernte. Warum hast du uns zurückgezogen? Fragte Lombus. Diese Händler sind Blutsauger. Sie versuchen jeden alles Mögliche anzudrehen. Mag sein, aber er war sehr freundlich. Das sind sie immer. Sie wollen ihre Waren verkaufen. Braucht ihr Waffen? Nein. Rüstung? Wieder nein. Warum wart ihr dann bei ihm? Lombus schien sich etwas zu schämen, weshalb der Erzkanzler für ihn antwortete. Zeki, beruhige dich. Wir hätten nichts gekauft. Junge, du magst diese Händler wahrlich nicht, nicht wahr? Doch wahr, dachte Zeki, aber er wollte die Worte nicht aussprechen. Sie hatten jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Die Gruppe hatte nun die Hälfte der Straße bereits hinter sich gebracht und kam nun an ein Haus vorbei, vor dem einige freizügige Damen standen. Drei von ihnen liefen auf die Gruppe zu, weil sich je eine von ihnen zu Zeki, Lombus und Merenor bewegte. Hallo Süße, wie wäre es? Sprach die erste mit verlockender Stimme zu Zeki. Gut, ich habe aber leider kein Geld. Zeki ließ seine Stimme bewusst hoffnungsvoll wirken. Er hatte schon früh gelernt, dass dies die beste Strategie war, um sich ungewollte Dienstleistungen vom Hals zu halten. Das Argument, kein Geld zu haben, brachte selbst den stärksten Verhandlungspartner aus dem Gleichgewicht. Und die Strategie wirkte, da die Frau abrupt ihr aufgesetztes Lächeln fallen ließ und wieder zurückging. Zeki drehte seinen Kopf um den Illusionisten zu helfen. Doch erstaunt stellte er fest, dass dies gar nicht nötig war. Die Dame, die sich Lomus zugewandt hatte, fragte mit süßer Stimme, Ich war ganz ungezogen. Wollt ihr mich bestrafen? Schaute leicht beschämt zu Boden und zwinkerte. Mein Kind, das solltest du aber deine Eltern fragen. Diese haben darüber zu urteilen. Verwirrt blickte das Mädchen in Lombus Gesicht, das wieder ihrer Erwartung weder freudig noch rot angelaufen war, und drehte sich weg. Merenor hingegen schien die Anspielungen der Dame sehr gut zu verstehen. Jene, die ich ihn zugewandt hatte, fragte, Lieber Opa, wollen wir zusammen etwas spielen? Hohoho, aus dem Spiel, Alter, bin ich schon lange raus. Deine Bemühungen wären vergebens. War seine knappe Antwort, mit der er sich an ihr vorbeidrängte. So setzten die drei ihren Weg fort und erreichten endlich den Markt, von dem aus es nicht mehr weit bis zum Schloss war. Mittlerweile war alles im blauen Schein des blauen Mondes gehüllt, der heute ganz besonders intensiv schien, da keine Wolke am Himmel war, die ihn hätte verdecken können. Sie liefen die Allee zum Schloss hinauf, über Kopfsteinpflaster, der das Licht des Mondes spiegelte, vorbei an Bäumen, die den Weg flankierten und deren Schatten durch den Wind über den Weg huschten. Jetzt kamen auch schon die größeren Fackeln am Schlosstor in Sicht, weshalb die Gruppe seitlich von der Allee wegtrat und sich unter einer großen Eiche stellte. Das ist das Schloss, stellte Zeki fest. Ich habe zwei Wächter vor dem Tor gesehen, aber ich weiß nicht, wie das Schloss von innen bewacht ist. Ich weiß nur, dass wir nach dem Tor in die Empfangshalle gelangen, von der aus wir den Hof erreichen könnten. Wenn wir in diesen links abbiegen, kommen wir zu einer Tür, welche in die unteren Räume führt. Am unteren Ende der Treppe befindet sich eine Art Wachhäuschen, in dem die Wächter positioniert waren, welche auf die Gefangenen aufpassen sollten, die sich im Verlies gegenüber den Wachhäuschen befinden. Auf der anderen Seite des Verlieses ist eine Treppe, die zu der Reservatenkammer führt. Dann werde ich dich jetzt unsichtbar machen. Ich selbst kann dich dann immer noch sehen, sodass wir dir folgen können. Gut, dann schalte ich die Wachen aus. Merenor brauchte bloß 2 Sekunden, um Zeki unsichtbar werden zu lassen. Dieser schlich darauf die Allee hinauf und leise an einen der beiden Wächter vorbei. Er zwängte sich leise in ein nahes Gebüsch und wartete auf eine gute Gelegenheit, in denen die andere Wache wegblickte. Doch sie kam nicht.
Seki schaute sich um und fand einen etwa olivengroßen Stein. Diesen nahm er auf und warf ihn in hohen Bogen auf die andere Seite der Allee, sodass in einem Gebüsch ein lautes Rascheln entstand. Was war das? Rief die Wache nahe Seki. Keine Ahnung, ist da wer? Fragte die andere. Keine Antwort. Ich gehe mal lieber nachschauen. Mit diesen Worten entfernte sich die zweite Wache und näherte sich mit langsamen Schritten und einer in Angriffsposition gehaltenen Lanze dem Gebüsch, aus dem das Geräusch stammte. Auf dem Weg dorthin fragte die Wache immer wieder solche geistreichen Sachen wie: Wer ist da? Ist da jemand? Welche bisher noch kein Dieb mit den Worten: Hier ist ein Dieb, meine Gildennummer ist AX2202, schönen guten Abend, Herr Wächter, beantwortet hatte. Diesen Umstand nutzte Seki, um sich leise aus dem Gebüsch zu strecken, die eine unsichtbare Hand auf den Mund der Wache zu pressen und mit der anderen Arm sie zurückzuziehen, um die Wache mit einem größeren Stein einen Schlag auf den Hinterkopf zu verpassen, sodass diese bewusstlos wurde. Die andere Wache hatte mittlerweile das Gebüsch erreicht und stocherte etwas verunsichert mit der Lanze hinein. Falscher Alarm, alles in Ordnung, sprach die Wache erleichtert und drehte sich um. Die Augen des Mannes weiteten sich, als er feststellte, dass sein Kollege nicht mehr zu sehen war. Unsicher schritt er daraufhin an die Stelle zurück, wo der Kollege einstand, und fragte etwas nervös: Fritz, wo bist du? Was ist nicht lustig? Als er keine Antwort erhielt, umfasste er seine Lanze krampfhaft mit beiden Händen und hielt sie zum Angriff bereit. Vorsichtig und leise bewegte er sich weg von dem Tor, um seinen Kollegen zu suchen. Es dauerte nicht lange, bis er den Busch erreichte, in dem sich Seki versteckt hatte. Ein Blick hinter diesen verriet dem Mann, dass sein Kollege ausgeschaltet worden war, da er regungslos am Boden lag. Gerade in dem Moment, wo er sich zu ihnen hinabbeugen wollte, spürte er einen starken Schmerz am Hinterkopf. Im selben Augenblick wurde ihm schwarz vor Augen und er sank bewusstlos zu Boden. Während ein unsichtbarer Schemen einen honigmelonen großen Stein neben ihn fallen ließ. Seki widmete sich nun dem Tor. Er kniete sich hin, sodass sein Kopf auf derselben Höhe war wie das alte, schon rostige Schloss und griff in seine Tasche, um einen Dietrich herauszuholen, als er sich erinnerte, dass er keinen dabei hatte. Nach einem kurzen Schockmoment fasste Seki sich wieder und ging zu den Wachen, welche immer noch bewusstlos im Gebüsch lagen. Er durchsuchte sie und fand bei einem von ihnen einen kleinen, filigranen Schlüssel, der statt eines Bartes eine längliche, verschiebbare Nadel hatte, sodass Seki mit diesem das Schloss öffnen konnte.